Ich bin der Markus und heute stelle ich euch das Highbike Xduro Downhill 9.0 vor. Highbike selbst schreibt zu ihren Xduro Downhill Modellen, dass sie mit den Xduro Downhill Modelle schaffen wollen, die die Grenzen des E-Mountainbikes aufsprengen und das E-Mountainbiken revolutionieren und neu definieren. Und es lässt sich drüber streiten, aber ich denke, einen Schritt in diese Richtung gehen sie damit auf jeden Fall, weil mit einem Downhiller fährt man nun mal eigentlich den Berg runter und hoch geht's mit einem Lift. Wir haben es, denke ich, alle schon in diversen Videos gesehen. Mit diesen Xduro Downhill Modellen könnt ihr halt auch mit dem Motor den Berg hochfahren und seid auf den Lift nicht mehr angewiesen und ihr habt tatsächlich mehr Möglichkeiten mit so einem Downhiller mit Motor und Akku. So, jetzt aber genug erstmal zur Modellreihe gesagt. Jetzt komme ich zum Xduro Downhill 9.0. Erstmal zum Rahmen. Der ist wunderschön verarbeitet, aus Aluminium gefertigt. Wir haben hier selbstverständlich Downhill-typische Geometrien mit dem flachen Lenkwinkel, den 27,5er Laufradsatz, dem Boost-Standard. Ist alles da, was man hier so braucht. Und dieses Fahrrad ist definitiv für gröbstes Gelände ausgelegt. Optisch macht es meiner Meinung nach auch was her. Hier mit dem Hydroforming-Verfahren wurde der Rahmen hergestellt. Der Aluminiumrahmen echt total toll verarbeitet. Mit dem Viergelenker-Hinterbau, der sich ja auch schon bei Highbike wirklich bewiesen hat. Der Laufradsatz selbst kommt per Steckachsenhebel befestigt mit Boost-Standard. Hinten also ein 148er Nabenbreite, vorne 110 und somit ist der Laufradsatz nochmal etwas verbindungssteifer. Wir haben hier Maxxis-Reifen verbaut. Und zwar die High Roller 2 Reifen, die liefern euch auch im Gelände jederzeit genügend Grip und Reserven, die ihr auf jeden Fall auch nötig habt. Und gerade auf gröberen Trails habt ihr mit diesem Bike dann auch genügend Spaß. Der Lenker ist mit 780 mm schon ganz schön breit eigentlich. Meiner Meinung nach könnte er vielleicht noch einen Ticken breiter sein, ist aber Geschmackssache. Mit 780 mm hat Highbike da auf jeden Fall die goldene Mitte gewählt, weil nicht jeder Fahrer mag einen Lenker mit 800 mm fahren oder noch mehr. Das ist wirklich Geschmackssache und da in dem Fall dann auch jetzt meine persönliche Präferenz gewesen. Eine Besonderheit an dem Fahrrad ist auf jeden Fall die versenkbare Sattelstütze aus dem Hause Kindshock. Die Leaf DX Sattelstütze wurde hier verbaut, das heißt, ihr braucht den Sattel ja oben, wenn ihr damit Uphill fahrt. Schließlich habt ihr hier die Reserven, um damit Uphill zu fahren. Aber dann, wenn es in den Downhill reingeht oder wenn ihr im Bikepark fahrt, wollt ihr natürlich den Sattel unten haben. Habt ihr hier auch dank der versenkbaren Sattelstütze. Der Sattel selber kommt aus dem Hause Highbike, ist mit German E-Performance noch geschmückt und sieht auch super toll aus. Von dem Dekor her wurde hier mit einem matten Lack gearbeitet. Wir haben hier einen dunklen Grauton, einen wunderschönen Blauton und auch einen Farbton, der so in der, ja, fast schon Neongelb anmutet. Jetzt komme ich aber zu dem Motor, dem Akku und dem Display. Erstmal zum Motor selbst. Hier wurde der Yamaha PWX Motor verbaut. Der ist der leistungsstärkste Yamaha Motor, der derzeit auf dem Markt ist. Unterstützt euch mit einem maximalen Drehmoment von ganzen 80 Newtonmetern und damit kommt ihr auch selbst steilste und technischste Uphill-Sektion wirklich problemlos hoch. Die Akkukapazität liegt bei 500 Wattstunden, auch so habt ihr hier kein Problem, wenn es auch mal einige Höhenmeter mehr sein sollen. Am Lenker haben wir hier das sehr, sehr robuste Display, links neben dem sehr kurzen Vorbau hier befestigt. Wichtig ist es natürlich, dass das Display sehr robust ist, also das fühlt man auch, wenn man das hier anfasst. Da könnte auch mal ein Steinschlag drauf fallen oder sonst was. Dem Display kann man so schnell jetzt nicht negativ entgegenwirken. Ähnlich sieht das auch mit dem Bedienmodul aus, was sich an der linken Lenkerhälfte befindet. Da habt ihr auch eine Schiebehilfe. Falls ihr im Steinuphill doch mal laufen müsst, ist das dann natürlich auch kein Problem. Ansonsten könnt ihr selbstverständlich die verschiedenen Unterstützungsmodi einstellen und ihr könnt sogar euer Handy per Bluetooth hier mit dem System verbinden. Neben Motor, Akku und Display ist selbstverständlich sind auch die Federelemente entscheidend. Hier wurde auch auf solides gesetzt. Wir haben hier die RockShox Boxer Race Federgabel verbaut, dessen Federweg bei ganzen 200 mm liegt und so seid ihr in groben Sektionen bestens unterwegs, habt ihr wirklich die Reserven, die ihr braucht. Außerdem, da ihr hier eine Doppelbrückengabel habt, habt ihr eine sehr steife Gabel. Durch die verlängerten Standrohre sind die super verbindungssteif und für wirklich gröbstes Gelände optimal ausgelegt. Ihr habt hier eine Stahlfeder, die könnt ihr je nachdem, welches Körpergewicht ihr habt, natürlich auch
tauschen. Oben an der rechten Gabelkrone könnt ihr außerdem die Kompression einstellen und somit die Gabel nochmal wesentlich straffer machen. Und unten am rechten Gabelbein lässt sich außerdem der Rebound einstellen. Das zur Gabel ist definitiv eine Top-Gabel. Damit könnt ihr eine Menge Spaß haben. Jetzt geht es weiter zum Dämpfer. Der basiert auf einer Luftfeder. Ihr könnt ihn also per Luftdruck auf euer Körpergewicht einstellen und natürlich mit Hilfe des Rebound-Systems. Es ist der RockShox Super Deluxe Dämpfer. Ein Dämpfer, der im Downhill-Bereich jetzt auch gerne genutzt wird. Selbstverständlich kann man auch Stahlfederdämpfer benutzen, aber die Luftfederdämpfer sind in den letzten Jahren immer stärker im Kommen. Ich persönlich fahre an meinem Enduro auch einen Luftfederdämpfer, von RockShox auch, habe damit eine gute Erfahrung, macht mir persönlich super viel Spaß. Ihr könnt außerdem die Low-Speed und High-Speed Compression an diesem Dämpfer hier einstellen, ist definitiv ein Schmuckstück, mit dem ihr alles richtig macht. Bei der Schaltgruppe hat Highbike auf die Shimano Z-Schaltgruppe gesetzt. Somit habt ihr das Z-Schaltwerk, ist eine Downhill-Gruppe. Insgesamt habt ihr 10 Gänge zur Verfügung und könnt das Ganze hier vom Lenker aus schalten mit dem Shimano Z-Schalthebel. Gebremst wird mit dem Magora MT5 Scheibenbremsen. Das sind super solide Scheibenbremsen. Jeweils 4 Kolben habt ihr hier bei den Bremssätteln, vorne wie hinten. Und somit kommt ihr jederzeit super brachial zum Stehen und habt auf jeden Fall sehr standfeste und bissige Bremsen. Die Magora MT5 Bremsen erfreuen sich auch allgemeiner Beliebtheit. Das Highbike X-Duro Downhill 9.0 ist bei uns für 5.299 € erhältlich. Ja, ich weiß, ist ein stolzer Preis, ist aber auch ein stolzes Rad und ihr könnt euch dann tatsächlich als Pioniere des E-Downhills oder Uphills, je nachdem wie ihr dieses Fahrrad verwenden wollen, bezeichnen und hiermit Grenzen neu definieren. Also wenn ihr das Fahrrad einmal ausprobieren wollt, macht den Verfügbarkeitscheck und kommt in einer unserer Filialen oder bestellt es unter fahrrad-xxl.de.